Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir stehen vor dem Orklager, dürfen nicht rein. Es gibt aber einen großen Kriegerwettkampf und Wilbur ist leider der Preis geworden. Und ja, irgendwie müssen wir ja rein. Wahrscheinlich muss Nate sich als großartiger Krieger herausstellen, damit er erstmal überhaupt da rein darf. Ich würde jetzt gerne nochmal nachfragen, was jetzt genau von einem großartigen Krieger erwartet wird, damit hier die Tür geöffnet wird. Ich rede lieber nicht mit ihm. Ich will ihn in Sicherheit wiegen. Wow, das ist wirklich ein scharfsinniger Plan, Nate. Das sieht aus, als hätte er schon eine Menge mitgemacht. Wundert mich, dass er trotz seiner Verletzungen der Anführer der Orks ist. Ja. Gut. So funktioniert es jetzt also nicht. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Aber wahrscheinlich brauchen Nate erstmal irgendwie eine Waffe oder sowas. Können wir nochmal mit dem Paladin quatschen? Hallo, Prinzessin. Ja. Warum steckt der Kopf dort auf der Lanze? Ja. Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze? Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Ich meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Ha! Zombies! Sind ungepflegte, stinkende, unheilige Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Okay. Aber hier, so ein Krieger, der für mich beim Ork-Wettkampf antritt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er unsere beste Chance darstellt. Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Okay, so viel dazu. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Na gut, hier kommen wir bestimmt auch nicht weiter. Ich muss los. Männerkram machen. Haha. Betrachte den feuchten Boden. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss von dem noch Spucke sammeln, ey. Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. So, mit Esther können wir auch nicht reden. Da unterbricht er uns ja immer. Dann gehen wir mal rein. Vielleicht haben die ja eine Idee, wie wir den Wettkampf gewinnen können. So, sprechen wir erstmal mit dem Chef hier. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Okay. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ja, habe ich verstanden. Na, dann fahren wir mal Gulliver. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Wilbur ist der Preis in einem Kriegerwettkampf, genau. Und wir haben Esters Kopf gefunden im Übrigen. Nur so nebenbei. Anscheinend haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger? Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Aha. So ein gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Wie soll ich Wilbur da rausholen? Ja. Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbur da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Hanteln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln, durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen.
Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Dann, nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen, wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Und der andere Weg? Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Wenn deine Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen, kannst du als Krieger ein Versager sein. Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Tja, nur die Frage, wo es sowas gibt, ne? Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Kriegerset. Wie kommst du denn darauf? Och, nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Set hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden? In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie... Also, was soll ich für dich tun, damit du mir weiterhilfst? Nun, du könntest mir bei meinem Körper helfen. Was fehlt? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Herz. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz, der wird meinem Körper Leben einhauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Darauf möchte ich wetten. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn du so bist. Okay, gut. Das heißt, ehe wir an das Kriegerset kommen, müssen wir erst noch, wie ich schon vermutet hatte, für alle hier irgendwelche Aufgaben erledigen. So, wie war das nochmal mit dem Kriegerset? Nee, das wollen wir jetzt nicht nochmal alles hören. Wo soll ich jetzt ein Herz herbekommen? Das ist eine gute Frage. Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben. Super Vorschlag. Ich versuche nur zu helfen. Und wie war es mit der Lunge? Wofür soll eine Lunge in einer Maschine gut sein? Wozu wohl? Sie versorgt den Körper mit Sauerstoff. Und wozu brauchst du den Sauerstoff? In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wird mit Hilfe des Sauerstoffs aus Zucker Energie gewonnen. Die Energie wird für lebenswichtige Organe benötigt, insbesondere fürs Gehirn. Du bist ein Totenkopf. Du hast kein Hirn, du lebst ganz ohne Blut, Sauerstoff und Zucker und all den Kram. In meiner Konstruktionsanleitung steht ganz klar, dass ein Mensch ohne Lungen nicht leben kann. Du meinst die Cornflakes-Packung mit dem Kinderspecial, dein Körper und du, 5 Wege zur richtigen Ernährung? Ich habe nur eine Chance und ich will es richtig machen. Also bring mir eine Lunge. Und ein Herz. Gut. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Das ist ja lustig. Kann man sich das angucken? Die Cornflakes-Packung sieht nicht so aus. Schade. Dann frage ich doch mal hier noch Chef, ob er nicht weiß, wo irgendein Teil ist. Er wird uns dann wahrscheinlich sagen, dass wir die Fehde hier lösen sollen zwischen ihm und dem Paladin. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen. Ich will Wilbur befreien. Puh, du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es. Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Das wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Der Paladin wird dir niemals verzeihen, wie es aussieht. Ja, das wusste er doch schon. Reib's ihm nochmal unter die Nase. Ich glaube nicht, dass das unsere Chancen verbessert. Ich habe mit dem Paladin gesprochen und es sieht so aus, als würde er dir niemals verzeihen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es so einfach wird. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was soll ich tun? Lass dir etwas einfallen. Ich muss aus seinem Munde hören, ich verzeihe dir. Erst dann wird sich dieser Balken öffnen. Gut. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran,
Wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Dann fahre ich jetzt hier unten nochmal die verschmähte Jungfrau, ob die noch irgendwas weiß. Na, wie geht's? Dir ist beim Trauern nicht zufällig ein Kriegerset untergekommen? Ein was? Du weißt schon, Schwert, Schild, Helm. Einen Schild habe ich gesehen. Weißt du, wo er ist? Mein Maximilian hatte auch einen Schild. Einen großen, strahlenden, geschmückt mit den Federn eines. Hallo, beim Thema bleiben. Wo ist der Schild? Warum sollte ich dir helfen? Du bist ungehobelt und grausam. Du machst dich über mein Leid lustig. Aber nein. Solange ich leide, soll auch niemand anderes glücklich sein. Und dein Leid würde nur enden, wenn dein Verlobter sich bei dir meldet? So ist es. Okay. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. So wird das nichts. Das heißt, wir müssen den dreien hier helfen, um die Aufenthaltsorte dieser legendären Artefakte zu bekommen. Was machen wir da jetzt? Können wir hier irgendwas besuchen? Nein, okay. Aber wir können hier hoch zu dem Tipi. Dann machen wir das doch als erstes mal. Aber vielleicht kriegen wir da ja schon dann die nächsten Hinweise. Wir sollen jetzt sich mal auf den Weg dahin machen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Tauren. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht. Und die mich nicht zu hören scheint. Oder sich nicht beleidigen lässt. Hallo da. Hallo? Jemand zu Hause? Muh! Ich habe dich gehört. Oh, das ist Spitze. Ich bin Nate. Wer bist du und was bist du? Ich wollte dich mit dem Mu nicht beleidigen. Stellen wir uns mal vor. Mein Name ist Nate. Und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf. Donnerhuf oder Regenmacher. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauren. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Das heißt? Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Wow, viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. Richtig. Und dann raucht er da seine Heidenkräuter wahrscheinlich. Was rauchst du da für ein Zeug? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Du solltest Gras fressen, ich rauche nicht. Okay. Oh Mann, Nate, wieder. Das mit dem Mu ist mir nur so rausgerutscht, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse, sag mal Mu. Verstehst du? Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nun mal nach Büffel und da hab ich... Danke, ich habe dir verziehen. Astrein. Am besten ist, er hört mal auf zu sprechen. Hast du eine Ahnung, wie ich ins Orklager kommen kann? Vielleicht hat er noch eine andere Idee, aber ich fürchte nicht. Du hast doch bestimmt eine clevere Idee, wie ich ins Orklager da draußen kommen kann. Also körperlich meine ich, nicht spirituell oder so. Oh, das war ein tiefer Zug. Danke für deine Hilfe. Wie kann man einen Paladin dazu bringen, gegen seinen Willen jemanden zu verzeihen? Wow, wie nett, Nate. Das wäre wieder das Richtige ausgesucht. Das werden wir aber erst im nächsten Video fragen.
Zeit ist jetzt nämlich wieder um. Also bis dann. Tschüss.